Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe mit Gregor Gysi lange Jahre gut zusammengearbeitet. Für diese Zusammenarbeit danke ich ihm und ich möchte euch sagen, dass ohne diese Zusammenarbeit die Wahlerfolge der letzten Jahre nicht möglich gewesen wären. Und ich füge hinzu, aufgrund dieser Wahlerfolge stimme ich einen Satz seiner Ausführung zu. Wir haben kein Recht, diese linke Partei zu verspielen. Es gab in der Tradition der Arbeiterbewegung immer schwierige Situationen. Und diese schwierigen Situationen muss man jetzt sich vergegenwärtigen. Und da muss man sagen, warum hat sich die Arbeiterbewegung oft schwer getan? Und aus dieser Geschichte kann man auch lernen. Und deshalb sage ich heute, trotz all der Schwierigkeiten, die Gregor Gysi hier angeführt hat, es gibt keinen Grund, das Wort Spaltung in den Mund zu nehmen. Ich bitte euch alle, lasst dieses Wort in Zukunft weg aus eurem Diskurs. Und ich will euch auch sagen, warum. Die Geschichte der Arbeiterbewegung lehrt eine Spaltung, ist nur dann erforderlich, wenn gravierende programmatische Unterschiede festgestellt werden, wenn die einen, ich erinnere an Liebknecht und Rosa Luxemburg, für Krieg sind und die anderen gegen Krieg sind, wenn die einen für Abbau des Sozialstaates sind und die anderen gegen diesen Abbau sind, dann hat man Grund, sich zu trennen, aber nicht, weil man da oder dort Befindlichkeiten hat. Das ist doch kein Grund, ein politisches Projekt in Frage zu stellen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, nenne ich jetzt ganz bewusst Harald Wolff, der hier in Berlin für uns Verantwortung getragen hat und Politik gemacht hat. Er hat hier nach meiner Auffassung der Debatte den wichtigsten Redebeitrag gehabt, indem er darauf hingewiesen hat, dass wir unser Programm mit 95% beschlossen haben. Wo ist da ein Grund, sich nicht weiter zusammen um eine linke Partei zu bemühen? Ich kann keinen Grund sehen. Ich muss nur davon ausgehen, dass all diese Stimmen ernst gemeint waren. Ich hätte überhaupt kein Recht, anders zu denken. Wenn aber diese Stimmen ernst gemeint waren, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist doch die Basis für eine gemeinsame Partei unüberwindbar geschaffen. Denn Parteien rotten sich nicht zusammen nach Freundschaften oder nach Vorlieben, sondern sie rotten sich oder finden sich zusammen auf der Grundlage eines gemeinsamen politischen Programms. Und ich bin stolz auf unser Grundsatzprogramm. Es ist die modernste Antwort auf den Abbau von Demokratie und Sozialstaat hier in Europa. Und deswegen haben wir doch zusammen dieses gemeinsame Projekt auf den Weg gebracht. Ich sage, wir zusammen. Gregor hat das ja geschildert. Eine oder ein hätten das niemals geschafft. Eine Organisation ohne die andere, sie hätte es niemals geschafft. Nein, wir haben zusammen diese großen Erfolge errungen. Wir haben die deutsche Politik verändert. Und es gibt keinen Grund, das nicht wieder zu versuchen, indem man zusammensteht und jetzt wirklich mal die anderen stellt. Unsere Partei ist ein politisches Projekt, das meiner festen Überzeugung in der jetzigen Zeit in Europa so notwendig ist wie niemals zuvor. Denn das, was wir hier in Deutschland erlebt haben mit Hartz IV und Agenda 2010, ist doch jetzt in potenzierter Form in Europa festzustellen. Da gibt es auch hier in Deutschland Parteien, vier Parteien, die wollen einen Knebelvertrag gegen Sozialstaat und Demokratie unterschreiben. Da braucht es uns doch. Wer soll denn den Widerstand leisten, wenn nicht die Linke hier in Deutschland? Wir sehen es doch, liebe Freundinnen und Freunde, wie es geht in den anderen Staaten Europas.
Wir wollen doch die internationale, dann müssen wir auch mal gucken, was andernorts passiert. Was ist denn in Frankreich passiert? Da haben sich zwei zusammengefunden. Die größere hat der kleineren Partei den Präsidentschaftskandidaten überlassen. Er hat sich hervorragend geschlagen und aus 1,9% wurden 11,1. Das ist doch der Weg, den wir gehen müssen. Klares Programm und Zusammenarbeit. Warum machen wir es nicht so wie in Frankreich? Und genau in Frankreich sieht man doch auch, wie eine strategische Kernfrage beantwortet wird. Die Frage, wie kann eine relativ schwache, kleine linke Partei Politik verändern? Was hat denn jetzt sich getan bei der französischen Regierung? Was hat der französische Präsident jetzt übernommen? Ich nenne es mal, er hat übernommen einen Spitzensteuersatz von 75% für Einkommen über 1 Million. Er hat übernommen eine Höchstgrenze für Einkommen, 20-fache des Arbeitnehmers. Wer hat denn das beantragt? Könnt ihr euch nur erinnern? Das waren wir hier in Deutschland. Warum sind wir nicht in der Lage, das bekannt zu machen? Er hat vorgeschlagen, Eurobonds zur Dämpfung der Zinslast in den ärmeren Ländern einzuführen. Wir hatten das als erster vorgeschlagen. Das war der Vorsitzende der Partei Die Linke vor 3 Jahren. Warum sind wir nicht stolz auf solche Geschichten? Vergessen Sie und werben nicht mit den Vorschlägen, mit denen wir für Europa auch Vorschläge machen, die von anderen übernommen werden. Und dann hat er vorgeschlagen, die direkte Kreditvergabe durch die Zentralbank an die notleidenden Staaten jetzt einzuführen. Ja, mein Gott, das war unsere Bundestagsfraktion, die sich auch diesmal an die Fahne heften kann. Ja, da gibt's Krach, aber dieser Krach ist deshalb so verwerflich, weil die guten Vorschläge nicht mehr durchdringen, sondern nur noch der Krach und das Theater. Das muss wirklich aufhören. Ja, und beinahe, liebe Freundinnen und Freunde, hätte ich es vergessen. Beinahe hätte ich es vergessen. François Hollande hat gesagt, ich ziehe die französische Armee aus Afghanistan ab. Haben wir auch schon mal irgendwo gehört. Es ist doch möglich, durch konsequente linke Politik die Politik in einem Lande zu verändern. Die Linke in Frankreich hat es genauso gezeigt, wie wir hier in Deutschland von 2007 bis 2009. Wenn wir aber wieder erstarken wollen, dann müssen wir die Regeln erfolgreicher Parteien beachten. Vielleicht darf ich dazu ein paar Sätze sagen. Erfolgreiche Parteien dürfen nicht zerstritten, und zwar persönlich zerstritten wirken nach außen. Das ist die Grundregel der Mediengesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Streit in der Sache, das wird von den Wählerinnen und Wählern belohnt. Aber persönliche Auseinandersetzungen, Nachtreten und wenn man so will, Fingerhaken, das wird überhaupt nicht belohnt. Deshalb muss dieser Streit endlich aufhören. Wenn, dann muss er im Inneren ausgetragen werden. Und, liebe Freundinnen und Freunde, Solidarität ist tatsächlich nicht eine hohle Formel. Wobei man das nicht überhöhen soll. Denn es ist nun mal so, auch in linken Parteien gab es und wird es immer wieder geben, Eitelkeiten, Rangeleien und Missgunst und Neid. Wer ist denn so naiv zu glauben, in linken Parteien versammelten sich die ältesten Menschen der Geschichte. Das gilt noch nicht mal für mich. Jeder Mensch hat auch Gefühle. Jeder Mensch hat Gefühle, die er schlecht verarbeiten kann. Und das wird immer so sein. Aber wir sind die Partei der organisierten Solidarität. Das ist der Sozialstaat, ohne den es keine Freiheit und keine Demokratie gibt. So ist das zu verstehen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sagte, wir brauchen keinen Streit. Wir müssen aber Solidarität mit der Führung haben, wenn sie mal gewählt ist. Und da sage ich an zwei Stellen, Gregor, du hast ja die Themen angesprochen, ich sage das in aller Ruhe. Ich halte es aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung in den politischen Parteien, zwei, für falsch, wenn wir 3/4 Jahr vor dem Ende einer Wahlperiode von Vorständen gegen Kandidaturen diskutieren, dann haben wir 3/4 Jahr der Diskussion im Vorsitzenden. Das hält keine Partei auf.
Das ist meine Erfahrung und ich sage dir hier noch einmal. Und die neue Führung gewählt ist und wer immer es sei, werde ich dafür kämpfen, dass nicht ein Jahr vorher diese Führung mit Personaldebatten wieder in Frage gestellt wird und ihre Arbeit unnötig erschwert bekommt. Das ist doch alles unmöglich, was da geschehen ist. Und weil du das angesprochen hast, lieber Gregor, an einer Stelle habe ich auch eine andere Meinung. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Vorsitzende und der Geschäftsführer einer Partei ein sehr enges Vertrauensverhältnis haben müssen. Das ist meine Auffassung und ich wollte das hier nur einmal sagen. Zumindest ist das, wenn ich so in die anderen Parteien der Bundesrepublik schaue, wenn ich an Geißler erinnere oder Biedenkopf oder wenn ich an die Geschäftsführer von Brand erinnere oder so, das ist eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit. Was wir vor allen Dingen aber brauchen, wenn wir unsere Stärke wieder zurückgewinnen wollen, und das haben wir, das ist ein attraktives Programm. Es ist nicht so, dass wir wirklich nur gegen Hartz IV sind oder nur gegen die Rente mit 67 oder nur, was weiß ich, für den Mindestlohn. Wir haben ein solch reichhaltiges Programm in Gemeinden, in den Ländern und auch im Bund. Darum bitte, solche Parolen der gegnerischen Presse nicht auch noch wieder zu kauen und unsere ganze Arbeit immer wieder in Frage zu stellen. Und dann schimmerte jetzt durch die Diskussion wieder durch, es gäbe da im Osten gäbe es die Reformer und die Regierungswilligen. Und im Westen gäbe es die Fundis und die Regierungsunwilligen. Wenn solche Verleumdungen und Hetzkampagnen von der Presse gegen uns gerichtet werden, ich sage Verleumdung wider jedes bessere Wissen, dann müssen wir das auch noch akzeptieren oder sogar nachbeten. Im Westen haben wir keine regierungsunwillige Partei. Wer hat denn in Hessen angeboten, eine Regierung zu bilden? Das war die Linke in Hessen. Wer hat die Regierung Kraft überhaupt erst ermöglicht? Das war die Linke in Nordrhein-Westfalen. Und wer hat im Fernsehen der SPD einen Ministerpräsidenten angeboten nach einer erfolgreichen Wahl? Das war ich. Warum dieses dumme Gerede von Regierungsunwilligkeit? Das ist doch nicht mehr nachzuvollziehen. Und dann lese ich jetzt, also ich sei der Anführer der Fundis. Deswegen hatte ich früher bei der großen Partei weit über 50% in meiner Heimat. Und es ist ja nicht von den 16% geredet worden, die wir jetzt eingefahren haben. So einfach ist das nicht in einem westlichen Bundesland, 16% zu fahren. Ich wollte das hier nochmal sagen, vielleicht mal in Erinnerung rufen. Und dieses Vertrauen gewinnt man nicht, wenn man überall gegen irgendwelche Strömungen ist. Dieses Vertrauen gewinnt man nur, wenn Kernbereiche der Arbeitnehmerschaft sagen, diese Organisation vertritt im Zweifelfall unsere Interessen. Und Arbeitnehmer und Rentner sind nun mal die große Mehrheit der Bevölkerung. Und deshalb erinnere ich euch alle nur einmal daran, was Demokratie eigentlich heißt. Und wir sind die einzige Partei, die dazu steht. Demokratie heißt eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und genau das wird in Europa bedroht und abgebaut. Und für den Erhalt der Demokratie müssen wir, die Partei Die Linke, streiten und kämpfen. Der Hebel, Politik zu verändern, ist mal so oder so. Manchmal ist es besser, natürlich in einer Kommune mit dabei zu sein. Wir haben in Saarbrücken, nur mal zu erinnern, wir unwilligen eine rot-rot-grüne Koalition, die ganz bescheidene Dinge macht. Beispielsweise Sozialticket, beispielsweise Windelrabatt bei der Müllabfuhr, beispielsweise Speisung in den Schulen. Ja, ist das alles Fundamentalismus oder Regierungsunfähigkeit oder Unwilligkeit?
Und wir haben in den Ländern natürlich eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, aber es gibt auch Situationen, wo man sagen muss, unter diesen Bedingungen gehe ich nicht rein. Und ich habe das ja nicht vergessen. Ihr habt das doch in Brandenburg auch gemacht, als Hartz IV das Kernthema der Sozialdemokratie war. Ich wiederhole es, damit es jeder gehört hat. Richtig, dass die Brandenburger PDS damals gesagt hat, mit der Hartz-IV-Partei SPD wollen wir nicht regieren. Ich fand das richtig und das hat mir imponiert. Aber eines ist auch, wenn wir die Hand der SPD ausstrecken und sie verweigert das regelmäßig, nicht nur im Osten, auch im Westen, dann ist doch die Frage zu stellen, ja, wie gehen wir denn strategisch damit um? Ich habe im Stern von Uli Jörges einen Kommentar gelesen, in dem stand, dass Gabriel sich durchgesetzt hat mit der Ausgrenzungsstrategie gegenüber der Linken, dass er die Linke dadurch marginalisiert hat. Und Letzteres hat mich geärgert. Nein, nicht Gabriel hat uns marginalisiert. Wir selbst haben uns das zuzuschreiben, dass wir abgeglitten sind in der Wählergunst durch eine falsche Politik und ein falsches Auftreten in der Öffentlichkeit. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle uns zusammennehmen. Das ist die Kernfrage. Wenn wir ein gemeinsames Programm haben und wenn das ernst gemeint ist, dann geht es nur darum, diese nachgeordneten Schwierigkeiten, Eitelkeiten und inneren Streitereien zu überwinden. Etwas ganz anderes ist ein ernsthafter Streit um die Sache. Aber ich habe davon heute nichts, aber auch gar nichts gehört. Und an dieser Stelle würde ich Gregor unterstützen, wenn er die Strömungen relativiert. Die Strömungen haben alle dieses Programm mitgetragen. Dieses Programm ist ein wirklich ernsthafter Gegenentwurf zu der gegenwärtigen herrschenden Politik. Und ich stelle mir die Frage, wo sind eigentlich noch die großen Unterschiede? Ich habe versucht, das intellektuell zu begreifen. Ich habe es bis zum heutigen Tage nicht richtig erfasst. Wenn wir in der Sache, liebe Freundinnen und Freunde, gravierende Differenzen haben, dann tragen wir die hier aus. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendjemand den anderen, da stimme ich auch zu, diffamiert, er läuft der SPD nur hinterher. Nur, das Verhältnis zur SPD ist aus vielerlei Gründen schwierig. Das war aber schon immer so. Und deshalb will ich euch zum Schluss Tucholsky zitieren, was die Linke und die Sozialdemokratie angeht. Das kann man nicht eins zu eins übertragen, sage ich. Aber er hat das genau erfasst, worum es da geht. Und Tucholsky war kein Dummer. Ich kenne viele Sozialdemokraten, die gerade zu kämpfen bekommen, wenn von den Leuten, die links von ihnen stehen, die Rede ist. Die Wut dieser Knaben, die in dem Augenblick, wo sie in der Regierung sitzen, alles vergessen, was sie vorher gepredigt haben, um in die Regierung zu kommen. Diese Wut ist mit dem Seelenzustand eines angebundenen Haushundes zu vergleichen, dem sich das Fell sträubt, wenn nachts in der Ferne die Stimme des Wolfs ertönt. Es ist der Bruder, der ruft, der fast vergessene Bruder, den der Hund verraten hat, als er des Fressens halber zum Menschen ging, um die Herde zu bewachen. Der Hund reißt an der Kette und kläfft. In seinem wütenden Gebell ist Hass, Furcht und ganz, ganz zu unterst Reue, Scham, Gewissensbisse und die längst mit Gewalt unterdrückte Sehnsucht nach der Freiheit, die der andere, der hungrige Vagabund, genießen darf. Das war Tucholsky. Aber er hat mit diesem Bild etwas erfasst. Jawohl, die ganzen Auseinandersetzungen haben etwas zu tun. Dieser zu unterst immer noch vorhandenen Reue, dieser Scham und diesen Gewissensbissen. Und wenn ich beispielsweise heute wieder höre von Steinmeier, die Linkspartei habe bewiesen, dass sie nicht in der Lage sei, Interessen von Menschen zu vertreten, von dem Mann, der die Agenda 2010 verbrochen hat, sich sowas anzuhören, das ist eine Zumutung.
Und wenn dieser geniale Stratege Gabriel, diese drei Loser, sage ich jetzt, an der Spitze der SPD, Gabriel, Steinmeier und Steinbrück, die alle nur Landtagswahlen verloren haben, wenn die jetzt sagen, die Linken sind für die SPD keine Option, dann sage ich Ihnen, wenn es nicht irgendwann mal jemanden gibt, der wirklich eine linke Gegenentwurf organisieren will in der Bundesrepublik gegen Schwarz-Gelb, dann ist die SPD auf Dauer dazu verurteilt, Vizekanzlerkandidaten zu küren. Aber das soll uns nicht beeindrucken. Ich wünsche euch im Sinne Tucholskys, dass wir nicht Befindlichkeiten verwechseln mit programmatisch gravierenden Differenzen. Und dass wir niemals, liebe Freundinnen und Freunde, diese Sehnsucht nach der Freiheit aufgeben, von der er spricht. Denn diese Sehnsucht nach der Freiheit ist der Kern unseres Auftrags. Bitte kämpft um diese gemeinsame Linke und macht sie wieder stark.